das Besucherzentrum angreifen sah, verschwanden seine Zweifel. Die Menschen, die Al erschossen haben sollte, waren keine verrückten Einheimischen gewesen. Okay. Die Welt war anders, als hätte jemand umgeschaltet. Man glaubt, man sieht eine Sitcom, schaut aber eigentlich eine Horrorshow. Als die Vögel auf die Hütte losgingen, war Barry nicht überrascht, nur entsetzt. So, und weiter geht's. Ich renne da immer wieder rein. Ich muss aufpassen, ich muss einfach immer auf den Boden gucken. Dann passt das ja alles schön. Leuchtfackeln. Und eine Thermosflasche. Mal schauen, ob ich das zu 100% durchspielen schaffe. Ich denke aber nicht. Ist ja völlig blind. Und so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schneller. Ich möchte einen Kontrollpunkt haben. Oh Gott. Ich möchte hier irgendeinen Kontrollpunkt haben. So, ich bin auf dem Dach. Und jetzt? Ach! Hier oben geht's weiter. Und jetzt können wir, müssen wir es wieder durch den Wald schaffen. Vorsicht, wo los, Nesten! Okay. Da steht wieder irgendwas. Das gucke ich gleich nach. Schnell, geh kaputt. Ein Magazin drauf schießen. Gucken, ob das reicht. Ja, es reicht. Hier ist der Schatten. Okay, sein Schatten löst sich auf. Okay. The Darkness, irgendwas mit Gesicht. Da stand, da. Oh, Jagdgewehr. Okay. Das ist doch schon mal eine gute Waffe. So, ist da irgendwo Licht, wo wir sichern können? Scheint nicht so. Dann. Ah, hier können wir rüber. Okay. Ich möchte irgendwo sichern. Aber Munition und Batterien. Nein, nicht schießen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geh kaputt. Da scheint wieder ein Starker zu sein. Er auch. Oder meine Batterien lassen einfach nur nach. Oh Gott. Ach, ich muss nicht immer so hart draufhalten auf die. Nur halt, wenn ich so hart draufhalte, geht die Batterie zwar schneller leer, aber die werden dafür auch schneller von ihren Schatten befreit und wir können sie töten. Da vorne ist eine Box. Und ein Kontrollpunkt haben wir erreicht. Okay, es gibt wohl auch Kontrollpunkte, die nicht nur am Licht sind. Gegenstand sind mit erreicht. Ach, Revolvermunition, okay. Können wir hier lang? Okay, können wir. Okay, das wissen wir dann jetzt. Oh Gott. Kettensäge. Oh nein. Oh Gott. Geh kaputt. Geh kaputt. Komm, komm. Geh kaputt. Okay, der Fette ist kaputt. Und dann die Kleine daneben auch. Aber einer haust hier irgendwo noch. Oder doch nicht. Okay. Dann können wir jetzt weitergehen. Campergrounds. Da müssen wir hin. Haben wir es aus dem Wald geschafft? Sind wir in Sicherheit? Los, lauf. Kontrollpunkt erreicht. Oh Gott, irgendwas passiert. Barry? Die Veranda ist voller Vögel. Es ist wie bei Hitchcock. Halt dich versteckt. Ich bin unterwegs. Öffne nicht die Tür. Oh Gott. Bin ich denn verrückt? Versteck dich. Ich bin bald da. Lass auf jeden Fall das Licht an. Überall solche Vögel. Zu Barry zurückkehren, okay. Ich musste zwar noch Barry bei der Hütte erreichen, aber wenigstens war ich aus dem Wald. So. Hier ist ein Wagen. Ich musste das Auto aus der Garage holen. Garage würde mich schneller zu Barry bringen.
Und die Scheinwerfer waren ein erfreulicher Bonus. Okay. Wo sind die Schlüssel? Sind die auf der Toilette? Okay, scheint so. Oh Gott. Eine Geschichte ist keine Maschine, die einem gehorcht. Sie ist eine Bestie mit einem Eigenleben. Man kann sie erschaffen, sie formen, aber je größer sie wird, desto mehr fordert sie ein. Nur eine Sache zu ändern, setzt eine Kettenreaktion von Geschehnissen in Gang, die sich über die ganze Geschichte ausbreitet. Diese Geschehnisse müssen zur Logik der Geschichte passen. Nur ein Fehler und die Magie ist dahin. Die Geschichte stirbt. Alice stirbt. Oh Gott. Man lernt die Natur an sich selbst kennen. Ja, du bist tot. Hast du davon. Leg den Schnitt mit Alan Wake an. So, jetzt müssen wir ganz schnell zu Barry zurückkehren, denn sonst fressen die Vögel auf. Sie picken ihn kaputt. Oder stellen sonst komische Dinge mit ihm an. Wir schließen das Schloss auf und steigen in den Wagen. Können wir auch fahren? Ey, wir können fahren, wie geil. Oh Gott, wir können aber auch Schaden nehmen. Okay, einfach fahren. Im Fahren bin ich... Ey, das habe ich doch gar nicht berührt. Ich bin nicht so der Pro, ne? Wie ihr feststellen müsst. Wir schaffen es aber irgendwie. Oh Gott, da können wir nicht lang. Dann hier lang. Doch, wo lang geht es hier? Ah, wir können noch Batterien fürs Auto verwenden. Das ist egal. Wir wollen einfach nur Barry retten. Ich möchte keine Einstellungen ändern. Wie hier lang? Ist der kaputt? Weiß ich nicht. Aber hier können wir wieder lang. Aber gut gemacht, dass man hier auch fahren kann. Also, dass es Fahrsequenzen gibt. Nicht Sequenzen, Fahrszenen. Die niedrige Framerate macht das Fahren auch nicht einfacher. Also von daher, es ist nicht meine Schuld. Zum Baby zurück. Ja, ich muss ja auch irgendwie lang kommen. Kann ich nicht irgendwie lang? Kann ich aussteigen? Nee. Aber wo lang müssen wir denn dann? Hä? Hä? Wir müssen auf jeden Fall da hoch. Einfach mal mit voller Wucht gegen den Kack-Wurmwagen da fahren. Nee. Aussteigen können wir nicht. Doch, wir können aussteigen. Okay. Okay, wir mussten hier sogar aussteigen. Einfach laufen. Oh. So, der erste ist entschattet, der auch, komm schon. Du musst auch noch deinen Schatten verlieren. Komm. Der ist down. Treffen. Du musst nur noch treffen. Wo ist der? Ich hab doch getroffen, der konnte doch gar nicht mehr werfen. Okay. Geschafft. Oh Gott. Hier kommen immer mehr. Ich habe keine Leuchtfackeln mehr. Soll ich dich noch kaputt machen? Okay. Kontrollpunkt erreicht. Auf geht's, weiter. Um
Es ruft wieder jemand an. Ist es Barry? Es war der Entführer. Nein. Sie Mistkerl! Wo ist meine Frau? Schluss mit dem Blödsinn, Wake. Sie liefern das Manuskript und kriegen dafür Ihre Frau zurück. Ganz einfach. Ich kann nicht. Halt, hören Sie. Ich brauche Zeit, um es abzuschließen. Mir fehlt das Ende. Ich brauche eine Woche. Nicht fertig. Ich brauche eine Woche. 2 Tage. Hier in der Nähe ist das alte Bright Falls Bergwerk. Sie können es nicht verfehlen. Städter, im Hauptgebäude, um 12 Uhr mittags. Sie geben mir das Manuskript und kriegen Ihre Frau zurück. Wenn nicht, tja. Okay. Oh Gott. Ja, ja, ich verstehe. Jetzt verstehe ich die Sorge von Barry. Da sind ja Millionen von Vögeln. Barry hatte am Telefon über Vögel gesprochen. Oh Gott. Wir müssen jetzt gegen Vögel fighten. Okay, Barry vor den Vögeln retten. Ich bin so froh, dass du da bist. Ein paar sind reingekommen, bevor ich den Kamin dicht machen konnte. Das ist nicht normal. Oh Gott. Die kannst du das schaffen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist die Leuchtpistole? Ich brauch die Leuchtpistole. Ich brauch die Leuchtpistole. Ich will die Leuchtpistole nehmen, ne? Okay, ganz viel, die gehen richtig schnell damit down. Gut. Keine Batterien mehr. Oh Gott. Wo ist die Leuchtpistole? Ach, die gehen auch so down von normalem Licht. Okay. Dann kommt mal ran, ihr Vögel. Wo seid ihr? Okay. Das sind ja richtig viele. Oh Gott. Wo sind die geile Leuchtpistole? Das sind ja richtig viele. Oh Gott. Ja, die haben mich mal gut erwischt. Aber so viel Schaden machen die ja zum Glück nicht. Trotzdem müssen wir sie alle irgendwie runterbekommen. Da kommen welche. Oh Gott. Was war das? Ach, ich muss den bestimmt irgendwie ausweichen, angriffen. So, irgendwie muss ich die doch down bekommen. Wo sind die? Da. Okay, ganz viele down bekommen auf einmal. Gut. Aber wenn ich die doch alle noch runterbekommen muss, wie ich... Das wird ja richtig langfristig hier. Wenn es zu lange dauern sollte, mache ich einen Schnitt. Aber ich denke nicht, dass ich einen Schnitt machen muss. Geht doch kaputt. Los. Es wird dunkel. Wieso wird es so dunkel? Wieso wird es so dunkel? Sind einfach viel zu viele. Wo ist die Leuchtpistole? Ja, scheiße, ich keine Munition mehr habe. Aber wo ist die Leuchtpistole? Die lag doch hier gerade eben noch. Damit kann ich auch runter, ein paar Vögel runterholen, aber es bringt nichts. Jeden einzelnen Vogel von da muss ich runterholen. Wow. Oh Gott. Ach nö, das ist doch, das wird doch langfristige Arbeit. Hätte ich hier doch jetzt die Leuchtpistole, wäre es alles viel einfacher. Wenn die mich jetzt töten, ne? Dann krieg ich die Krise. So, ich muss mal hier einen ganz kurzen Schnitt machen.
So, und da bin ich auch schon wieder und es kann weitergehen. Wo sind denn jetzt die Vögel? Da. Okay. Du kannst die Tür aufmachen. Die sind weg. Ja, jetzt auf einmal. Alle auf einmal weg. Ja, ja, es tut mir echt leid. Aber ich will mich nicht beschweren. Du bist durchgeknallt, Mann. Ich schickte Barry in die Stadt, um nach einem Mann zu fragen, auf den meine Beschreibung des Entführers passte. Er sollte sich das Archiv der Lokalzeitung ansehen. Vielleicht konnte er was herausfinden. Irgendwas über die verschwundene Insel und die Hütte. Der Mann wollte ein Manuskript. Ich musste eins schreiben, um Alice zurückzubekommen. Für mich war das Übernatürliche immer eine Metapher für die menschliche Psyche gewesen. Etwas, das man beim Schreiben einsetzen konnte. Jetzt passierte das alles wirklich und ich brachte nicht ein Wort zu Papier. Ob wir je wieder schreiben können? Hier ist Rose. Rose? Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Oh, sie wunderbares, kluges Mädchen. Könnten Sie und Mr. Wake sie abholen? Ich wohne in der Wohnwagensiedlung vor der Stadt. Wir sind in etwa einer Stunde da. Bis gleich. Okay, sie hat sich irgendwie komisch angehört. Einen schönen Tag noch. Kommen Sie bald wieder. Willkommen im Oh, gutes Kind. Wusste ich's doch. Die steckt hinter allem. Wer ist wer? Wer ist bei auf unserer Seite? Und wer ist unser Gegner? Das seht ihr auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme von mir, von Alan Wake. Ich hoffe, ihr habt Spaß an den Folgen von Alan Wake, am Let's Play, an meiner Unterhaltung, auch wenn ich in diesem Spiel nicht viel reden kann, denn hier wird viel selber erklärt und hier wird halt viel selber gesprochen, also von den Figuren. Da kann ich nicht immer dazwischen reden und das müsst ihr verstehen. Also... ich sage nochmal, bis zum nächsten Mal, euer Daros.